Heute im Homeoffice Lunch alles für die Tonne. Nein, Spaß beiseite. Wir haben Gemüse gerettet. Es gibt Zucchini Cashew-Nuss-Püree mit Chinakohl Teriyaki Soße und Currylauch. Guten Appetit. Heute im Homeoffice Lunch wird gefreestylt und das Ganze mit Gemüse. Und zwar Gemüse, was wir vom sicheren Tod der Mülltonne bewahrt haben. Ich fange einfach mal wild an. Das hier kennt ihr alle. Das ist Chinakohl. So, jetzt schaut mal hier, der hat so ein paar Blessuren. Das ist gar nicht tragisch. Man nimmt die äußeren Blätter einfach weg und dann lasst ihr den Strunk einfach dran. Und dann wird so das Herz einfach geviertelt. Dann braucht ihr einfach Erdnussöl, eine große Pfanne und dann legt ihr den Chinakohl einfach hier rein. Wenn ihr Fragen rund um das Thema Food Waste habt, dann schreibt mir einfach in die Kommentarfunktion und vor allen Dingen dürft ihr mal raten, was ihr denn denkt, wie viel dieses komplette Gemüse, Zucchini, Chinakohl, Lauch, Apfel, Radieschen, Ingwer, Romana-Salat, Eisbergsalat, noch mehr Zucchini, Früchte, Paprika. Was das wohl so gekostet hat. Einfach rein und ich sage ja oder nee. So ist das, oder? Ganz easy. In der Zwischenzeit widmen wir uns diesen wundervollen Radieschen. Dafür braucht ihr einfach eine ordentliche Portion Wasser. Wenn ihr seht, dass ihr das hier nicht so wirklich abbekommt, dann nehmt ihr euch einfach eine neue Bürste oder einen neuen Schwamm oder ihr habt sogar schon eine Gemüsebürste und putzt das wirklich von der Oberfläche einfach runter. Wenn ihr die Radieschen ordentlich geputzt habt, also man kann das schon sehen, ne, dass man jetzt so hier die Haut ein bisschen eingeritzt ist und das ist jetzt auch nicht mehr das Frischeste, aber es ist überhaupt kein Stress. Oben und abschneiden, halbieren, ab ins Ofenblech, weil es gibt nämlich Radieschen aus dem Ofen. Wenn ihr das noch nie gegessen haben solltet, dann ist das eure Zeit, das nachzuholen. Hier mache ich jetzt ein bisschen Olivenöl drauf. Salz. Pfeffer. Und dann Kumin. Das ist gemahlener Kreuzkümmel. Dann wird das einmal ordentlich vermengt. Und dann schiebt ihr das einfach für ungefähr 10 bis 15 Minuten in den Ofen. Die Gradzahl weiß ich noch nicht, weil ich bin im Freestyle. Aber steht im Rezept, voll für euch. Einmal checken, was der Chinakohl so sagt. Der sagt Wendemesserne. Und dann schraubt ihr in der Pfanne ganz einfach die Temperatur mal so ein bisschen zurück. Und lasst ihn so ganz langsam jetzt chillen. Das ist ganz wichtig. So, dann haben wir noch Zucchini. Da schneide ich auch einfach oben und unten die Action weg. Dann würfelt ihr die Zucchini grob. So, dann kommen die Zucchini-Würfel. Einfach hier in den Topf und schaut mal, von innen ist es noch alles völlig fein. Hier zählen die inneren Werte, okay? So, jetzt passt mal auf. Das stellen wir auf den Herd. Also bis hierhin war ja noch keine große Action. Dann kommt jetzt hier auch einfach ein bisschen Olivenöl ran. 2 Esslöffel. Dann habe ich hier eine Chili. Die piekst ihr einfach hier so ein, die ist getrocknet und die brutzelt da einfach mit und gibt wirklich nur so ein bisschen Geschmack ab, ohne dass ihr euch nachher die Schnauze oder Schärfe verbrennt. Dazu Cashewkerne, eine Runde Salz und hier von diesem Ingwer. Ingwer, das wisst ihr ja alle auch, lässt sich am besten mit einem Löffel schälen. Einfach ran da und die Schale runter.
So, den Ingwer haspelt ihr auch einfach klein und dann kommt er hier dazu. Und jetzt lasst ihr das Ganze mal 5 Minuten einfach in Öl so ein bisschen schmoren. Das wird nämlich so ein Cashew-Nuss-Püree oder Soße. Ich lasse mich mal überraschen. Dann haben wir hier noch Lauch. Von den groben Stellen einfach rein. Außenhaut einmal abziehen, habt ihr auch schon alle 100 Mal gemacht. Und dann schneidet ihr den Lauch einfach in so grobe, ordentliche Stücke. Schaut mal einfach so in so Ringe. Dann schickt ihr die mal eine Runde ihr Seepferdchen machen. Ich komme hier mit der Schüssel her, Lisa. Ist vielleicht ein bisschen besser, oder? Zwischendurch nicht vergessen, hier mal im Topf zu rühren. Dann braucht ihr eine Pfanne. Guck mal, wie fresh dieser Lauch aussieht. Dann braucht ihr eine kleine Angel, um den Lauch einmal rauszufischen. Pfanne erhitzen. Direkt ein bisschen Erdnussöl drauf. Nebenbei widmen wir uns diesem Salat. Den befreien wir auch einfach von der Außenhaut. Und schwuppsiwupps, im Herz ist alles noch schicki. Eisbergsalat, genau dasselbe. Und dann schneidet ihr den einfach wie bei so einem Caesar Salad auch in grobe Stücke. Schickt ihr auch mal ins Bad. Und rein damit. So, das Fett ist heiß. Da gibt es jetzt den Lauch zu. Ich habe es ein bisschen heißer gemacht, einfach damit es das Wasser auch verschwindet. So, das heißt, die Platte, ich habe das jetzt ein bisschen runternehmen von der Hitze. Salz drauf und dann eine Runde Curry. Curry und Lauch, Killer. Und hier hinten, da machen wir jetzt mal einen Schuss Wasser drauf. Und dann kann das Ganze noch ein bisschen einkochen. So, und auch der Salat muss natürlich gefischt werden. Lisa, was fehlt zum Salat? Dressing. Richtig. Ich habe mir überlegt, wir nehmen Apfel. Der kriegt auch eine kleine Spülung. Dann haben wir hier Limette und Zitronen, das ist die Säure. Das könnt ihr schon mal so richtig schön rollen. Dann kriegt ihr gleich die Flüssigkeit da besser rausgedrückt. Und hier auch wieder ein bisschen Ingwer. Ingwer wie eben auch, einfach schälen. Ingwer reiben und dann immer schön auf die Finger aufpassen. Nebenbei den Lauch nicht vergessen. Dann geht es weiter zum Apfel. Den schneidet ihr in Scheiben einfach runter. Und auch hier, wenn ihr braune Stellen habt und keinen Bock drauf habt, ab der Schmaus. Dann den Apfel fein würfeln. Wir haben geriebenen Ingwer, Apfelwürfel, machen jetzt Olivenöl da dran und dann den Saft von den Limetten. Auf Zucker verzichte ich jetzt im Dressing, weil natürlich der Apfel genug Süße mitbringt. Die braten wir noch mit, dann gibt die auch noch ein bisschen Geschmack. Kleine Prise Pfeffer. Kleine Prise Salz. Und das Apfel-Ingwer-Dressing ist einfach fertig. Wenn ihr jetzt noch Bock habt, zu Hause ein bisschen Senf daran zu machen, macht ja noch ein bisschen Senf dran. Das hier ist einfach alles nur die Basis und all das, was ihr noch denkt, dran machen zu müssen, tut es.
tut es einfach. Schickt mir Bilder, schickt mir eure Kommentare. Ich finde es einfach nur geil. So, jetzt gießen wir hier mal dieses Wasser noch ab. Der Salat kommt in die Schüssel. Und wisst ihr, was das hier ist, liebe Leute? Wie müsst du es sagen? Teriyaki-Soße. Und jetzt haben wir einfach nur Erdnussöl, den Chinakohl, ein bisschen Salz und Teriyaki-Soße. Das kann da jetzt so richtig schön langsam reinziehen. Und der Chinakohl hat ja wirklich ganz langsam nicht so geschmort in seinem eigenen Saft. Und dann, wenn ihr Bock habt, noch ein paar Sesamkörner drauf. Und dann noch so ein bisschen zu Ende garen. So, die Radieschen hole ich jetzt mal aus dem Ofen. Die lasst ihr ein bisschen auskühlen. Und zu Recht fragt ihr euch, was ist denn jetzt hier überhaupt mit den Zucchini und den Cashewnüssen? Da habe ich euch ja noch was versprochen. Dann nehmt ihr jetzt den Chili raus. Müsst ihr übrigens nicht wegwerfen, könnt ihr trocknen lassen und wiederverwenden. Dann kommt hier unser Kumpelmixer. Das ist auch ein kleiner Tipp tatsächlich, wenn ihr über die Konsistenz noch entscheiden wollt im Mixer, dann tut die Lebensmittel, die ihr gekocht habt, so trocken wie möglich in den Mixer und entscheidet dann, ob ihr noch Flüssigkeit zugibt oder nicht. Übrigens auch eine verdammt gute Basis, um eine Zucchini-Creme-Suppe zu kochen. So, von dem Saft, den müsst ihr jetzt nicht wegschmeißen, dann könnt ihr einfach noch ein bisschen ans Dressing rangehen, da ist hier richtig viel Power drin. Dann noch hier so ein bisschen zum Lauf, dann schmort das auch alles noch mal so ein bisschen in aller Ruhe durch. Und dann, liebe Leute, kommen wir zum Ende der heutigen Kochshow. Wir richten an. Jetzt nehmt ihr diese kleinen, feinen Radieschen und schüttet die einfach nur so da oben drüber. Dann nehmt ihr dieses wunderbare Apfel-Ingwer-Dressing und verteilt das so ein bisschen wild über die Radieschen. Wenn ihr dann noch ein bisschen Grün zu Hause habt, ich finde Apfel und Basilikum passt immer mega, dann einfach wild da noch rein. Und schon habt ihr einen fertigen, großen Salat. Und dann gibt es Zucchini-Püree, dann von den China-Kohl-Kollegen. Und dann hier so als Topping noch einfach so ein bisschen wild dabei diesen Currylauch. Und auch hier, wenn ihr ein bisschen Grün habt, noch ein bisschen Majoran, dann so ein paar Blätter, frischen Majoran oben drüber, ein bisschen Pfeffer und fertig ist unser Essen, was eigentlich fast schon in der Mülltonne lag. Keine Sorge, das lassen wir uns nicht alles alleine schmecken. Lisa, dennoch, wir beide gehen schon mal zum Essen, den Rest ist das Team. Viel Spaß beim Nachkochen. Ich hoffe, wir konnten euch inspirieren und wenn ihr wirklich Bock drauf habt, rettet die Lebensmittel. Tschüss!